Der Schauspieler und Synchronsprecher Lothar Blumhagen ist im Alter von 95 Jahren in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Seit den 1950er Jahren verlieh er zahlreichen Schauspielern seine Stimme, darunter Hollywood-Stars wie Alan Rickman, Roger Moore und Christopher Lee. Seine Stimme, deren dunkles und raues Klangbild unverwechselbar war, verlieh er fest dem kanadischen Schauspieler Christopher Plummer. Er nahm aber auch Hörspiele auf, wie zum Beispiel die Rias-Serie Professor Van Dusen. Außerdem stand er für mehrere Filme vor der Kamera und spielte Theater. Seine Familie trauere um einen humorvollen, warmherzigen und großzügigen Vater, Schwiegervater und Großvater, der friedlich im Familienkreis eingeschlafen sei.